Unser Konzert beginnt mit Lemminkäinen Suite von Sibelius und den letzten Satz Lemminkäinen kehrt heimwärts. Und dann spielen wir, was auf dem tschechischen Landschaft und Wald von Moravien Suite aus Janáček Opera Das schlaue Füchslein. Und dann am Ende erste Sinfonie von Sibelius. Ist so ein Klischee, dass man von dem Land das besser versteht oder nicht, aber natürlich, wir sind viel mit Sibelius aufgewachsen und das immer gehört. Und, aber die, auch finnische Dirigenten machen das voll anders, wenn man die Finnen vergleichen. Schon von ganz, ganz frühen Werken seine ganz originelle eigene Stimme schon dabei war, aber hier diese früheren Werke hört man noch den Einfluss von Bruckner und auch von Tschaikowski hier in die erste Sinfonie. Das liegt noch mehr in diese romantische Tradition als was dann später kam. Er war so fasziniert und verliebt mit der Natur und hat so viel investiert, dort alle verschiedene Tiere zu beobachten und zu hören, und das jetzt wird präsentiert ohne Text, aber so viel Charakter wie möglich. Liebes Publikum, hoffentlich genießen Sie unsere Konzert jetzt diesen Donnerstag im Konzerthaus mit Werken von Janáček und Jean Sibelius.